Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Willkommen am Beginn der Heiligen, am Beginn der Woche zur Heiligen Messe. Wir kehren in der Lesung und dann auch im Evangelium zurück zu den Anfängen. Der Anfang des Menschengeschlechtes durch einen Schöpfungsakt Gottes, den der Mensch aber missbraucht hat. Und dieser Missbrauch setzt sich fort bei jedem Einzelnen von uns, sodass wir alle der Erlösung bedürfen. Gott sei Dank hat uns der Vater seinen Sohn als Erlöser gesandt und er ist als Mensch und Gott unter uns. Und sein Erlösungsopfer, das dürfen wir in die Gegenwart herholen, sodass wir Mitbeteiligte sind an seinem Kreuzesopfer und auf die Auferstehung, die auch uns winkt, vertrauen können. Aber zuerst die Bitte um das Erbarmen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihren Sendung treu bleibt und dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu einer Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar, und den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde des Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, rief Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel?
Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir von Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhlos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute von Ackerland verjagt, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhlos werde ich auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr den Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Adam erkannte noch einmal seine Frau. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Setzling, denn sie sagte: Gott setzte mir anderen Nachwuchs ein für Abel, weil ihn Kain erschlug. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ihr weist das Gottes Hand in Hand, wo immer ihm Gefahren steht. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein rechtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen So spricht der Herr: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit Jesus. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn auf die Probe zu stellen. Da seufzte er tief auf und sagte: Was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, das sage ich euch. Dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in der Lesung haben wir gehört vom Brudermord, und es wird uns aufgezeigt, dass es die erste Sünde viele Sünden nach sich zieht.
Die erste Sünde, das war der Abfall von Gott. Der erste Mensch, der selbst sein wollte wie Gott, verführt durch Satan. Und das ist eine verhängnisvolle Sache. Damit haben die ersten Menschen, das ganze Menschengeschlecht, von Gott abgetrennt. Selber sein wie Gott. Das heißt, sich selber Gott sein. Niemand über sich brauchen. Niemand, der größer ist als einer selbst. Niemand, der einem etwas befehlen könnte. So wollte der Mensch sein, eingeflüstert von böser Seite. Und das zieht dann vieles mit sich. Nach diesem Abfall von Gott, der ersten Menschen, heißt es dann, dass schon die nächste Generation ein Brudermord kennzeichnet. Eine Sünde zieht eine andere nach sich. Und so ist es geblieben bis heute. Sünde folgt auf Sünde. Gott sei Dank hat Gott diese Folge unterbrochen durch Jesus Christus, sodass trotz der Sünde, die wo eine der anderen folgt, auch die Vergebung von einem zum anderen folgt. Die Vergebung durch Jesus Christus, der alle Sünden auf sich genommen hat, um sie zu sühnen und um uns wieder in die Belegschaft Gottes zurückführt, in die Freundschaft Gottes. Als Freunde Gottes dürfen wir uns rühmen, als Freunde Gottes, weil Gott selbst ein Mensch wurde, unser Bruder wurde, und in Jesus Christus sind wir auch Freunde Gottes geworden. So folgt dem Bösen das Böse nach, aber auch die Erlösung folgt der Erlösung durch Jesus Christus immer wieder nach. Darum dürfen wir zuversichtlich sein. Wir haben einen Erlöser, wenn wir nur mit ihm verbunden bleiben. Dieser Erlöser ist Jesus Christus, der uns nahe gekommen ist, der Mensch geworden ist, der unter uns sein will. Ich bin alle Tage bis zum Ende der Welt bei euch, hat er uns versprochen. Und er ist da, jetzt, da wir in seinem Namen versammelt sind. Und er ist erst recht da in der Kommunion, die wir dann empfangen dürfen, wo er sich selbst zum Brot macht, das wir aufnehmen können, ganz in uns aufnehmen. So sollen wir, wie wir das Brot aufnehmen, auch ihn aufnehmen in unser Herz. Gelobt sei Jesus Christus. Gibt, wenn wir nicht zweifeln, sondern voll Glauben bitten.
für alle Menschen, die dich in der Kirche als Freund und Beschützer der Menschen bezeugen. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben, wir bitten dich. Für alle, die in der Regierung von Völkern und Staaten Gesetze erlassen müssen, damit das Zusammenleben der Menschen gelingt. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die in ihrer schweren Schuld so gefangen sind, dass sie nicht an deine verzeihende Liebe glauben können. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die den Opfern von Gewalt und Unterdrückung ihre Stimme geben und zum Umdenken aufrufen. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die darunter leiden, dass ihre Geschwister in Streit und Unverständnis miteinander leben. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die gewaltsam durch andere Menschen ums Leben gekommen sind und für ihre trauernden Angehörigen. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Messintention, Zeitlhofer Anton für verstorbene Eltern, Gattin und Geschwister. Du Gott, unter dessen Schutz wir leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger, ewiger Gott, gewähre deiner Gemeinde, um was sie dich gläubig bittet, durch Christus unseren Herrn. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heiles werde. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, deine Kirche bringt dir diese Gaben dar und feiert den Tod deines Sohnes, aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern in dieser Feier Leben und Heiligkeit empfangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken, denn du bist der Schöpfer der Welt. Du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden wollen wir ihn auch für uns bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir auch einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns dein Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. Gib, dass wir im Brot brechen und in der Liebe der Apostel verharren und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke euch für die Mitfeier der Heiligen Messe und geht hin in Frieden. Amen.